Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier zum Chirurgie-Simulator. Genau, wir beginnen einfach mal mit welcher Operation? Genau, mit dieser Operation, ja. Genau. Und der 74 Jahre alte Franz erscheint nachts mit starken Druckschmerzen im rechten Oberbauch in der Notaufnahme, da er in der Vergangenheit schon häufiger an Kollegen, keine Ahnung, litt, wird entschieden, seine Gallenblase zu entfernen. Okay, ja, Gallenblasenentfernung durchführen mit dem 74 Jahre alten Franz V. So, desinfizieren Sie die Spraydose, soll man dazu nehmen. Langsam auf die Markierungen, machen wir langsam, dachte. Einmal. Und einmal. Einmal. Und das letzte Mal. Das reicht nicht. Muss man hier schön am Rand noch machen. Also das finde ich immer ein bisschen komisch, dass man bei dem einen mehr, also so, ja, wie soll ich sagen, so ultra viel machen muss, ne? Und bei dem anderen bleibt dann die Hälfte drin liegen. Genau. Davor, indem sie vier kleine Schnitte setzen. Machen wir vier kleine Schnitte in die Markierung. Einmal. Dann der zweite Schnitt. Zweimal. Dann Schnitt Nummer 3. Und der letzte. Ja, komm, macht schon. Nummer 4. Bei ihm ist noch alles in Ordnung, okay. Beginnen Sie zunächst mit 5 mm. Da machen wir erstmal hier. Machen wir erstmal so ein bisschen hoch, genau. Und zwar, wo haben wir denn? Wie viel? 5 mm, genau. 5 mm. Oben irgendwas. Okay, und hier. Da nicht. Oh, hier sinkt's aber. Ach so, weil ich im Körper was gemacht habe. Okay. 55? Ist 55 in Ordnung? Geht wieder langsam runter. Warten wir mal gerade hier bis... Ändert sich ja gar nichts. Na gut, lassen wir mal so. Ja, jetzt ändert sich's natürlich. Ach so, jetzt wirkt dann wohl die Infusionsmenge. Okay, gut. Was muss ich jetzt machen? Ich hab's schon wieder vergessen. Nachdem sie beiden gesetzt haben. Ach, die 10 mm, okay. 10 mm machen wir dann auf der anderen Seite. Okay. Alles klar. Gewebezange. So. Da ist die Gallenblase. Mensch, ist ja. Ach Mensch. Nochmal Gewebezange. Genau. So, hier jetzt schön alles freimachen. Genau, hier auch wieder. So, hier. Na komm jetzt. Jetzt wollen wir verarschen. Nee, okay. Sieht echt lecker aus. Fahren Sie mit der Gewebezange fort. Innerhalb der Markierung. Genau hier. Alles weg damit. Hier ist noch ein bisschen, aber okay. Achso, wieder Gewebezange. Hier wieder alles aufschnibbeln. Schnibbelibu, ne? Genau, richtig. Dann hier. Hier. Na, komm schon. Den Rand lasse ich jetzt immer extra frei. Man weiß ja, wie gesagt, nie. Genau. Och Mensch, das sieht ja herrlich aus. Die Clipzange. Warum denn die Clipzange? Hier ist die Clipzange. Wie sieht denn die aus? Zack, 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 zack und zack. Und hier mal. Genau. Beim Blut ist alles in Ordnung. Klasse. Die Gewebezange kommt wieder mal zum Einsatz. Dann machen wir einmal hier und einen Schnitt da. Genau. Verwenden Sie wieder mal die Gewebezange. Mensch, die benutzen wir heute ja ganz schön oft, du.
dann schneiden wir hier durch. Schneiden wir hier durch, ja? Alles klar. Mit der Zange. Erneut die Gewebezange. Mensch, ja, wie bekommt man immer hier diese Auskunft? So, das ist dann wohl die Gallenblase. Okay. Da ist alles in Ordnung. Ist erledigt. Jetzt müssen die mit der Hand entfernen. Da haben wir doch unsere lustige Krabbelhand. Ja. Oh. Oh, hier. Na gut, okay. So, dann einmal, zweimal, dreimal und das letzte wieder mal. Das dürfen wir jetzt bestimmt wieder zunähen. Nadelhalter. Wo ist denn der Nadelhalter? Hier ist der Nadelhalter. Genau, und hier. Einmal und ändert sich was? Nein. Zweimal, dreimal und viermal. Genau. Und da haben wir es auch schon geschafft. Mensch, den netten Franz, 74 Jahre alt, dem haben wir geholfen, du. Und, ah, schade, keine 10.000 sind es, genau, 10.000 Punkte. So, hier, die 40-jährige Verkäuferin Anna K. muss beruflich bedingt lange stehen. In ihren Beinen macht sich nach der Arbeit immer häufiger ein starkes Schweregefühl bemerkbar. An den Unterschenkeln haben sich außerdem grobe Krampfadern gebildet, durch die sich Frau K. sehr beeinträchtigt fühlt. Alles klar, Frau K. Frau K. hat sich daher für die chirurgische Entfernung der erkrankten Venen per Stripping entschieden. Alles klar, entfernen Sie die erkrankten Venen mit der 40-jährigen Verkäuferin Anna K. mit der Spraydose erstmal und Luft holen. Genau, so, hier erstmal desinfizieren. Und wie ihr bemerkt habt, müssen wir hier erstmal nicht rasieren, denn die gehen wohl hier davon aus, mit dem Skalpell, dass sich hier Frauen sofort, also selbstverständlich, vor einem Arztbesuch natürlich rasieren, ne? Ist ja eigentlich auch fast selbstverständlich. So, hier die Haken. Genau, einmal, zweimal. Das sieht ja lecker aus, du. Dann durch und öffnen das und wählen Sie die Klemme. Die Klemme wählen wir aus. Genau, richtig. Hier. Zweimal abgeklemmt, ne? Sie die Venen zwischen den... Was? Nehmen Sie... Achso, Skalpell. Dann das Skalpell. Oh, die ja, ganz zart. Zack, genau. Mit der Nahtzange. Wo haben wir die denn? Hier ist sie. Muss man mal merken, wie die aussieht. Die müssen wir ganz schön oft tun. Genau, hier abgetrennt. Greifen Sie wieder zur Nahtzange. Genau, jetzt dürfen wir hier sicher zuziehen. Genau. Und hier sinkt und steigt wieder alles. Mensch, machen wir wieder hier einmal auf 80. Und wieder runter. Mensch, das haben wir ja langsam mal drauf hier. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Jetzt geht's wieder runter. Genau. Machen wir auch hier wieder runter. So, 69, alles klar. So kann's bleiben. Mit der Krampfe, okay, ja. Die Sonde, wo ist denn die Sonde? Hier ist die Sonde. Genau, jetzt hier. Aha. Jetzt die Hand. Ist ja interessant, habe ich ja auch noch nie gesehen, ne? Macht da. Mit der Hand heraus. Okay, dann sind wir hier wieder mit der Hand. Alter Schwede. Oh, alter Schwede. Hä? Mit der Hand wieder ein bisschen krabbeln hier. Ach, das war's dann schon. Gut. Okay. Alles klar. So funktioniert... Oh, Fehler. So funktioniert das also. Jetzt kann ich ja gleich hier mein Studium ändern. Und zwar in den Medizinbereich einsteigen, ja. So benutzen Sie Verband. Den Verband, den benutzen wir jetzt schon das zweite Mal, glaube ich, erst, oder? Oh, Fehler. Oh, Fehler. Okay. 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 Oh, wie viele noch? Oh, Fehler. Oh, Fehler. Das haben wir auch geschafft. Dann wieder hier den Namen und die letzte Operation am Auge. Die 69 Jahre alte Hobbygärtnerin Regina. Hallo Regina M. aus K. an der T. Was weiß ich. Hat den durch den Katarakt.
Tarakt, keine Ahnung, ist ja egal, auftreten Sehverlust, lange Zeit einfach hingenommen. So langsam stürzt ihr aber die zunehmende Trübung beim Lesen. Ja, das ist echt scheiße so. Daher soll der, na ihr wisst schon, nun operativ beseitigt werden. Führen Sie eine, na ihr wisst schon, Operation durch mit der 69 Jahre alten Hobbygärtnerin Regina. Hallo Regina. Nehmen Sie dazu den Spreizer, den Lidspreizer, genau, so heißt er. Den Lidspreizer. Hier, wo haben wir denn den Kopf? Hier ist der Kopf, genau. Dann einmal hier, zack, oh, das sieht ja, Augen auf, ich komme, genau, nehmen Sie die Spritze, okay, gleich mit auf die, das können wir hier verteilen, genau, so, ah, hier fehlt ein bisschen, aber das verteilt sich sicher so, Kapselblatt, okay, ach so, das Skalpell, wo haben wir denn das Skalpell, ah, hier links ist es ja. Dann eine Augenoperation. Mensch, kann ich ja dann auch die Tage mal machen, ne? Komm da einfach vorbei. Die Ultraschallsonde. Wo ist denn die Ultraschallsonde? Da ist die Ultraschallsonde. Was machen wir damit? Ach, da, oh, damit gehen wir da drunter. Oh Gott, okay. Die alte Linse wird nur mit der Ultraschall zerstört und abgesaugt. Okay. Hol ich die wieder? Gleichmäßig innerhalb der Markierung ab. Das saugen wir dann einfach mal ab, alles klar. So, hier schön in Kreisbewegung. Mathematisch natürlich positiv, ne? Da haben wir ein bisschen was übersehen hier. Ups, das haben wir natürlich ausgebessert. Und, oh Gott! Das bisschen bleibt, da wird es jetzt immer einen grauen Fleck haben. Mit der Pinzette, wo ist denn die Pinzette, hier ist die Pinzette, legen wir irgendwas Neues ein. Unten drunter, die haben wir doch gerade entfernt, komisch. Jetzt mit der neuen Linse, mit der Sonde, genau, oh, was? Was, jetzt wird die neue Linse mit der Sonde entfallen. Achso, mit der, nicht mit der Ultraschall, sondern mit der normalen Sonde. Okay, einmal, zweimal. Das geht ja richtig einfach, ja. Ist fast beendet. Die Augen müssen nur noch mit der Spritze abgespült werden. Nicht abgespült werden. Ja, okay. Wo haben wir denn die Spritze? Da haben wir die Spritze. Genau, machen wir hier wieder schön ordentlich alles nass. Genau. Mit der Hand müssen wir die Lidspreizer entfernen. Pam. Mensch, sieht ja aus wie neu. 4833 Punkte. Na, immerhin. Ist zwar nicht gerade sonderlich viel, aber naja, reicht für Platz 1. Ja, das waren die Operationen mit dem Chirurgie-Simulator. Ja, dann war es das auch schon wieder, ne? Je nachdem können wir jetzt mal schauen, wie wir das machen mit den verschiedenen Schwierigkeitsstufen. Wann wir das machen, das ist wie gesagt noch in weiter Zukunft oder ferner Zukunft, je nachdem, wie wir Zeit und Lust haben. Genau. Ich sage erstmal wieder vielen Dank für dieses kurze Let's Play Chirurgie-Simulator 2011 mit Alex Ebnacker. Wir sehen uns die Tage wieder. Bis dahin.